Mit großer Bestürzung haben wir heute davon erfahren, dass ein Hilfskonvoi in Aleppo bombardiert wurde. Das ist ein schlimmes Kriegsverbrechen. Wir haben auch natürlich gehört, dass es jetzt niemand war. Aber der Angriff hat stattgefunden, und dass die UNO jetzt Hilfslieferungen einstellt, ist natürlich grässlich und schlimm für die Menschen. Und das dürfte auch wieder Konsequenzen haben, dass die Menschen, die aus ihrem Land geflüchtet sind, aus Syrien, die zurück möchten, immer weniger Perspektiven sehen. Und wir werden deshalb als Regierungskoalitionen aus CDU, CSU und FDP für diese Woche zu diesem Thema und zu diesem Vorgang eine aktuelle Stunde beantragen und durchführen, um einfach auch mit der Regierung darüber zu reden, wie erstens mal mehr Licht in die Sache kommt und was getan werden kann, um dieses zu verhindern. Es ist geradezu schrecklich, wenn man auf der einen Seite Waffenstillstand vereinbart, um den Menschen zu helfen, und dann solche Dinge passieren. Das macht einem wirklich betroffen. Wir haben dann in dieser Woche in den Koalitionsfraktionen den Bereich CETA noch zu bearbeiten, nachdem die SPD auf ihrem Konvent sich ja offenbar entschlossen hat, dass CETA ein gutes Abkommen ist, geht es jetzt darum, dass vor der Beratung in den entsprechenden Ausschüssen in der EU, im Ausschuss der Wirtschaftsminister, dass wir dort zu einer Positionierung der Bundesregierung kommen, und dafür wird der Deutsche Bundestag eine Stellungnahme abgeben. Die wird nun gerade in den Koalitionsfraktionen beraten und ausgehandelt. Und vielleicht schaffen wir es noch für diese Woche eine solche gemeinsame Entscheidung hinzubekommen, in der wir die Bundesregierung auffordern, sich zu CETA entsprechend zu verhalten, und dann natürlich auch erwarten, dass die Bundesregierung in den Räten, im Beispiel im Rat der Wirtschaftsminister, sich dann auch so verhält, wie wir es erwarten. Damit muss man auch klar sagen, ist noch nicht entschieden, ob die SPD-Bundestagsfraktion sich dann auch zu CETA tatsächlich bekennt. Das wird aber dann die Diskussion erst in der nächsten Zeit sein. Es geht jetzt ja noch nicht um die Ratifizierung, sondern nur um die Formulierung der Position des Deutschen Bundestages an die Bundesregierung. Wir haben heute in der Fraktion 29 Tagesordnungspunkte, und davon sind eine ganze Reihe von Gesetzgebungsvorhaben, erste Lesungen, zweite, dritte Lesungen auf der Tagesordnung. Das heißt, es wurde in der Sommerpause auch viel gearbeitet, um hier voranzukommen, und wir wollen als Große Koalition auch unsere Arbeit konsequent fortsetzen. Die jüngsten Wahlen in Berlin haben auch deutlich gemacht, wenn eine Regierungskoalition ein miserables Image bei der Bevölkerung hat, trägt es nicht dazu bei, die Wahlergebnisse zu verbessern. Und deswegen wollen wir unsere Arbeit machen und wollen auch die Vorhaben, die wir auf die Tagesordnung bringen, im Deutschen Bundestag auch verabschieden. Wir werden in diesem Herbst darüber hinaus noch eine Reihe von Dingen zu klären haben. Da ist die Erbschaftssteuer. Ich hoffe, dass sie im Vermittlungsausschuss am kommenden Mittwoch jetzt endlich einmal zu einer positiven Entscheidung gebracht werden kann. Wir haben dann die Bund-Länder-Finanzbeziehungen, die wir auch noch im Herbst miteinander mit den Bundesländern und der Koalition regeln wollen. Da geht es um den Länderfinanzausgleich. Und wir haben dann ein ganzes Paket zum Thema Rente zu bearbeiten, was auch nicht einfach wird. Also das heißt, diese Große Koalition hat sich für diesen Herbst noch einiges vorgenommen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass dies auch gelingt und dass so die Menschen sehen, dass wir unsere Arbeit machen.